Aloha, Mahlzeit, schönen guten Tag, ihr Nasen. Willkommen zurück zu Speed Devils. Wir fahren New York im Light Winter. Das, wo wir das letzte Mal tatsächlich das erste Mal dominieren konnten gegenüber Mr. X und das ohne, dass wir Nitro benutzt haben. Ich hätte mal wissen sollen, dass das die Rennstrecke ist, weil die Wette vom Kingpin war ja das letzte Mal... Drei Nitros höchstens ansetzen. Und ich habe das letzte Mal schon gewonnen damit, ohne dass ich Nitro eingesetzt habe. Naja, jetzt können wir Nitro benutzen. Drauf gegackt. Ist halt so. Feuer frei. Die Wette hätte ich annehmen sollen, aber ja, jetzt ist auch wurscht. Wir sind da echt, was die Kern angeht, sind wir da relativ gleich drauf. Also das ist... Ja, ihr seht das. Das läuft halt einfach. Mann! Missbuck. Super. Ganz, 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 ganz klasse. Alter, was fahre ich für ein Stusselzamm hier gerade? Jetzt bremst die Karre gefühlt gar nicht mehr. Na wat. Die spacke ich mir. Irgendwie. Machen wir schon. Naja, so wird das nix. Aber er ist noch in Schlagweite. Also, wir haben noch nicht verkackt. Hat er sich auch gerade an einem Taxi aufgehängt, aber so richtig. Hat da. Jetzt holen wir uns hier mal auf der Brücke im Vorsprung raus. Und fahren das Ding halt einfach mal nach Hause. Das Rennen ist jetzt auch, muss ich mal sagen, selbst wenn ich Erster werden würde, wollte gerade sagen, nehme ich keine Wiederholung wert. Das sieht nämlich eher bescheiden aus. Na, warte, Penner. Jetzt holt er sich den ersten, ne? Und ich verballere hier all mein Nitro und das bringt nichts, ne? Bringt nichts. Bah! Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich sehe kein Land bei dem. Ich brauche irgendwie keine Ahnung. Ich muss auch seine Karre haben, sonst wird das nichts. Hey, der Witzka. Das kann auch was werden. Jetzt machen wir 17 fürs Nitro. Milliarden für die Vollreparatur. Und das nächste Rennen ist in Nevada bei Nacht. Trockenreifen.
Ich wirke eventuell gerade ein bisschen unmotiviert, das mag sein. Das könnte daran liegen, dass ich gerade ein bisschen unmotiviert bin. Wie gesagt, hier bei den meisten Strecken brauche ich das Streckenlayout. Also New York geht einfach, aber ich bin gerade Kacke gefahren. Sagen wir es, wie es ist. Nevada jetzt hier bei Nacht, da sehe ich sowieso schwarz. You know what I mean? Ich glaube, ich bin die letzte Mal Nevada auch tatsächlich mit dem anderen Auto gefahren, mit dem Cortex. Vielleicht mit dem Firebug wird es ein bisschen besser. Ich sehe nichts. Mann! Ja komm, jetzt schalt wenigstens auf die Strecke zurück. Verdammte Scheiße. Ich sehe ein Auto vor mir. Was soll denn der ab? Ich habe. Was war das gerade? Keine Ahnung, warum der Abschuss sein musste. Ist mir gerade scheißegal. Jetzt werde ich gerade wirklich ein bisschen pissig. Muss ich gestehen. Das ist das Einzige, was für mich von Vorteil ist hier. Dieser Jump. Da weiß ich, dass ich einfach gerade durchziehen kann. Aber ich stink gerade ab wie nix, ne? Ja. Auch was die Radarfallen angeht, da kriege ich gerade nichts gerissen. Ja, schon war fertig, ne? Klar. Was denn sonst? Was war denn das jetzt? Hallo? Ah! Also die Nachtstrecken könnten sie mir wirklich ersparen. Da kann ich echt gelinde gesagt drauf verzichten. Ich sehe nämlich wirklich nichts. Ich fahre jetzt einfach das Ding zu Ende und leg mir am Arm. War ja klar, dass sie mich erwischen. Am besten wäre gewesen, noch gleich ein zweites Mal. Jetzt fällt mir natürlich auch noch das Licht aus und das sogar in der zweiten Runde. So, das letzte Mal war es in der dritten. Jetzt ist es ganz vorbei hier. Ich mag gerade nicht mehr. Ich sag's, wie es ist. Ich mag gerade nicht mehr. Jetzt wird es mir gerade echt zu blöd. Jetzt kommt wieder eine Dings, die ich nicht auslösen kann. Ums Verrecken nicht. Ich hab sie ausgelöst. Yeah!
Und dafür wird er 10 Sekunden verloren. Weil ich nichts sehe. Ja, und auch wieder in den Gra... Wie kann das sein, dass ich... Oh, ich will diesen Kurs wenden, in richtig rumfahren. Wie kann ich die Spur irgendwie noch halten, aber so einigermaßen. Was war das jetzt wieder? Das Fenster wie ein Bärenarsch. Ja, jetzt hier nicht mal mehr das Radar ausgelöst. Läuft. Yes, I'm pissed. Ach, ich war doch nicht mal nah dran an dem Ding. Scheiß UFOs. Sind wir hier in Area 51 oder was? Sind wir? Ich weiß, wir sind in Nevada. Toll. Ich habe einen besseren Platz gut gemacht. Aber auch nur, weil die anderen noch dümmer sind als ich. Zumindest wirkst so. Leute, ich fahre einfach nur nach Gehör. Das war mal so gar nichts. Er hat alle Rekorde reingeknallt und ach komm. Wiederholung gibt's doch nicht, Leute. Da bin ich zu pessimistisch. Läuft nicht. Ha. Hm. Bah. Fällt aus. Ich brauche eine Kippe. Ja, komm gleich. Was willst jetzt du? Kein Nitro verwenden, 50.000. Yeah. Weißt du was, du kannst mich mal kreuzweise. Ich nehme es trotzdem an. Wir reparieren mal. 70.000 reinknallen. Was denn sonst? Was ist das nächste im Rennkalender? Louisiana ohne Turbo. Läuft. Wisst ihr was? Weil ich sowieso gnatzig bin. Ich muss mal gucken. Wie stehen wir im Rennkalender eigentlich da? Total beschissen, oder? Ja. Stehen wir. So. Zweiter, drittplatzierter. Ja. Läuft. Machen wir mal Race jetzt hier. Trockenreifen, Hammer. Gut. Feuerfrei. Ist zumindest nicht in der Nacht, Louisiana. Das ist schon mal schön. Tornado macht es nicht besser. Außerdem weiß ich noch nicht. Vorwärts, rückwärts, gespiegelt, links, rechts. Keine Ahnung. Scheiß die Wand dann. Klinge ich gerade etwas motzig? Keine Ahnung.
Null. Warum nicht? Warum stecken wir da nicht fest? Verliere den Platz. Okay, der Balken ist zumindest bei der nächsten Runde nicht da. Was soll denn der Abflug jetzt wieder hier? Scheiß Tornado und der nächste ballert einfach durch, ne? Ich kann es nicht vermassen, ich habe noch keinen Turbo benutzt. Nix, das war klar. Es wird hier gerade dramatisch, einen dritten Platz nach Hause zu fahren. Ich sag's euch, wie es ist. Und da wir X-Bot sowieso keinen Scheiß oder seltenst. Insofern, das wird echt hart. Das Brot wird hart. Hier muss ich echt noch auswendig lernen. Das bringt halt einfach nichts anderes. Vielleicht muss ich sogar auf den Cortex gehen, wo ich gar keinen Bock drauf habe, muss ich gestehen, weil der bremst halt einfach nicht. Der haut ja wenigstens in gewisser Weise einen Anker rein. Vielleicht auch noch ein ganz anderes Auto, was Höchstgeschwindigkeit nicht so unbedingt das Beste ist, aber was halt besser bremst. Weil die Kurven mit dem Ding hier ist immer noch sehr grenzwertig. Ich komme gerade nicht dran an ihn, aber null, ne? Gegenteil, ich muss tatsächlich um meine Platzierung kämpfen. Die so nichts wird. Ja, nur ganz leicht abgehoben. Ah, der hinter mir ist scheinbar durch die Gegend geflogen. Na gut. Geil war's. Geil war's überhaupt nicht. Naja, plus die 70.000 wegen der gewonnenen Wette, das ist
Auf die Wiederholung habe ich keinen Bock. Hier muss ich echt mal gucken, dass ich das irgendwie so Let's Play-technisch mache. Dass wenn ich hier irgendwie mal ein Angebot kriege, wie gesagt, die bessere Panzerung und endlich mal den Auslöser. Von wegen des Radars. Dass da irgendwas reißt, aber so irgendwie gerade sehe ich hier gerade keinen Stich. Und darum sage ich bis zur nächsten Folge. Noch keine Ahnung, was ich da mache. Ich bin gerade echt nicht happy. Aber so gar nicht. Ist schade, aber. Naja, was willst du machen? Bis zur nächsten Folge, Speed Devils. Haut rein.